Hallo und willkommen zurück zu Steins Gate Elite. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was sich hier im Licht verbirgt. Nein, geh nicht in das Licht. Aber es ist nur der Aufzug. Als wir den Aufzug verließen, da habe ich ein Mädchen gesehen. Und ich habe sie wiedererkannt. Ja, nach der Reaktion wissen wir direkt, wer es ist, oder? Markise. Leute so einen Namen haben, den es eben auch für ein deutsches Wort gibt, dann kann ich mir den immer sehr gut merken. Das ist unmöglich! Schon wieder liefen kalte Schauer mein Rückgrat hinunter. Ich war wie gelähmt. Ich starrte voller Unglauben in ihr Gesicht. Marquise Corriso. Nanika. Stimmt irgendwas nicht? Das sage ich ja auch öfter, wenn ich auf Leute treffe. Du solltest tot sein. Was machst du hier? Ja, sie hat keine Stichverletzung. Es ist nicht mal ein einziger Blutfleck auf ihrer Kleidung. Und das ist genau dieselbe Kleidung, die sie anhatte, als ich sie gefunden habe. Und das ist ja jetzt erst ein paar Stunden her, oder? Und nur eine sehr ernsthafte Verletzung hätte so viel Blut verursachen können. Soweit ich sagen kann, ist sie komplett unverletzt. Ja, untersuch sie am besten noch mal ganz genau. Nicht ein Kratzer. Mir wurde bewusst, dass ich sie gerade ungläubig anstarrte. Sag, was ist denn los mit dir? Geht's dir gut? Aber das ist unmöglich. Jemand hat dich erstochen. Ich habe dich gesehen, wie du in einer Blutlache lagst. Ja, so macht man sich Freunde fürs Leben. Hey, könntest du es bitte lassen, so über mich zu reden? Es geht mir perfekt gut. Ist sie etwa eine Illusion? Ein böser Geist? Bin ich verhext? Nein, ich glaube nicht an so einen unwissenschaftlichen Blödsinn. Ich bin ja der verrückte Wissenschaftler. Fühlt sich seidig an. Also. Sie ist aus Fleisch und Blut. Ja, natürlich ist sie kein Geist. Wie blöd von mir. In letzter Zeit spiele ich auch nur noch Spiele, wo irgendwelche Jungs die Haare von irgendwelchen Mädchen anfassen. Ihre Haut ist so weich, so lebendig. Tote Körper fühlen sich nicht so an. Also nicht, dass ich schon mal jemanden angefasst hätte, der tot war. Oh, Karin, du, ich glaube, das ist jetzt keine so gute Idee. Oi. Honore wa keisatsu ni tsukidasaretai no ka? Hey, willst du im Knast landen? Ore wa shinjitsu o shiritai dake da. Ich wollte einfach nur die Wahrheit wissen. Es stimmt, sie wurde erstochen. Vielleicht versteckt sie einfach nur ihre Wunden. Ja, untersuch sie ganz genau. Das erfordert eine weitere Untersuchung. Es war ein Scherz, Okarin. Nimm nicht alles so wörtlich, was ich sage.
Ich packte sie am Revers und schaute mir genau ihren Brustkorb an. Und welche Wahrheit suchst du genau, du Perversling? Du Idiot, willst du tot sein? Luis-chan no meizerifu. Kita kore. Ach, das ist von Luise, die irgendwie so ein One-Liner. Gucken wir mal, wer Luise ist. Okay, gibt es so ein Anime, Family of Ten, gibt es ohnehin nur hier in dem Spiel. Und Luise ist eine Tsundere und ja, okay. Damit können wir dann wohl davon ausgehen, dass auch Markise Tsundere ist, oder? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Früher diesen Nachmittag, nach der Vorführung von Dr. Nakabachi, hat jemand Markise Kurisu getötet und sie in einer Blutlache zurückgelassen. Und das finde ich ganz schön, dass hier rückblickend nochmal auf Sachen, dass hier rückblickend nochmal Sachen beleuchtet werden. Ich hatte schon überlegt, ob ich vielleicht am Beginn einer Folge oder so nochmal erkläre, was passiert ist, aber dafür passiert in der Folge eigentlich zu wenig von Relevanz. Deshalb dachte ich vielleicht zu Beginn eines Kapitels oder so, dass ich dann nochmal erzähle, was dann im letzten Kapitel so passiert ist. Ich habe ihr ganz sorgfältig erklärt, was ich da gesehen habe. Und da hat sie dann bestimmt Verständnis für. Dr. Nakabachi. Warte mal, Dr. Nakabachi? Okari, was ist denn? Nakabachi-の発表会なら中止になったじゃん. Was erzählst du denn da für einen Blödsinn, Okarin? Die Präsentation von Dr. Nakabachi wurde doch abgesagt. Zuse? So, Jinko-Eisei-の墜落で. Naja, weil dieser Satellit abgestürzt ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Unsere Geschichten, die stimmen nicht überein. So langsam wird er leicht wahnsinnig. Er ist ja auch der verrückte Wissenschaftler. Und das ist genau das Gleiche, was passiert ist, als ich gesehen habe, wie die Leute alle verschwunden sind. Mayuris Geschichte passte nicht zu dem, was ich erlebt habe. Ich muss es wissen. Bin ich da in irgendwelche finsteren Machenschaften hineingeraten? Ist das wieder eine Verschwörung der Organisation? Nee, chotto anata. Und dazu muss man auch mal sagen, nur weil Okarin paranoid ist, ist das ja noch kein Beweis dafür, dass er nicht verfolgt wird. Entschuldige mich, Wie auch immer. Wirklich, Alter? Bei dir ist doch Hopfen und Malz verloren gegangen. Okay, gucken wir uns nochmal die Ehrenbezeichnung im Japanischen an. Das ist ja ein Kapitel für sich. Also, klar, an den Namen wird immer eine Ehrenbezeichnung angehängt, zum Beispiel das San, was ja quasi so eine Art Herr bedeuten könnte. Genau, steht hier auch, San benutzt man bei fremden Leuten, die einem gleichgestellt sind. Und wenn man allgemein höflich sein will. Kun sind halt die Kumpels. Oder Leute, die einem untergeben sind. Und Chan sind hauptsächlich so kleine Kinder.
Ja, oder wenn wenn Frauen miteinander eng befreundet sind, dann nennen die sich auch Chan. Tan kenne ich selbst noch gar nicht. Das ist okay, also was Spezielles hauptsächlich im Manga dann. Shi sagt mir auch nichts. Okay, das nützt mir alles nicht viel. Okay, Huyen-san, ich möchte deine Geschichte nochmal detaillierter hören. Ja, wahrscheinlich versteht sie jetzt endlich, dass ich nicht lüge. Aber ich glaube, es ist auch egal, ob er jetzt lügt oder nicht. In Marquises Augen ist es auf jeden Fall eine interessante Sache. Sie ist bestimmt als Wissenschaftlerin unheimlich neugierig und möchte dann auch wissen, ob Okarin verrückt ist oder ob da tatsächlich mehr dahinter steckt. So, sorry, ich musste kurz unterbrechen. Was ich immer noch nicht verstand, warum meine Erinnerungen nicht zu denen von den anderen Leuten passten. Und ich glaube, oder ich bezweifle, dass ich ihr eine gute Erklärung dafür geben kann. Makise-san, sorosoro jikan desu shi, hajimemashou. Makise-san, ich glaube, es ist beinahe an der Zeit. Das ist vielleicht ihr Professor oder so. Ja, alles klar, vielen Dank. Kurizo warf mir noch einen Blick zu, dann ging sie seufzend in den Konferenzraum. Okarin, toriaezu bokura mo ikkou ze. Okarin, wir müssen auch langsam los. Ikku to wa dou iu imi da? Wohin? Kōgi o kiki ni kitan daro? Ja, das Seminar anhören vielleicht? Ach ja, das Seminar, genau. Ist sie auch wegen des Seminars hier? Seltsam. Warum würde das weibliche Genie Marquise Kurizo sich so etwas anhören müssen? Immer noch selber Tag, kurz nach drei. Okay, ich habe ein bisschen falsch geraten. Das weibliche Genie ist nicht hier, um sich den Unterricht anzuhören. Wahrscheinlich gibt sie den Unterricht, oder? Ja! Zunächst möchte ich mich mal bei allen bedanken, die heute hier so zahlreich erschienen sind. Sie gibt hier den Unterricht. Das berühmte weibliche Genie Japans, Marquise Kurizo, die bereits in Wissenschaftsmagazinen im Alter von 17 Jahren Sachen veröffentlicht. Wenn es nach Daru geht, ist sie vor kurzem 18 geworden. Ist das Spiel relevant? Ich hoffe nicht. Ich hörte davon, als Daru etwas über sie in so einer Klatschzeitschrift gelesen hat. Es ist für mich das erste Mal, dass ich hier so doziere, also bitte seid nachsichtig, wenn ich ein bisschen nervös bin. Ja, dann erster Ratschlag, sich nie im Vorfeld entschuldigen. Das Publikum ist ziemlich durchwachsen. Hauptsächlich Studenten wie wir, aber es sind auch ein paar Professoren da. Und Kurizo hat mir gerade einen strengen Blick zugeworfen. Habe ich irgendwas gemacht? Wenn ich zurückstarre, schaut sie schnell weg. Aber da geht noch was zwischen den beiden, oder? Ach, ist mir egal, ob sie Genie ist oder was auch immer.
Ich mag sie immer noch nicht. Ja, weil du paranoid bist. Die Leute kann sie vielleicht zum Narren halten mit ihrer schüchternen Mädchennummer. Aber ich habe im radikalen Gebäude gemerkt, wie verschlagen und aggressiv sie wirklich ist. Also Ocarina, wir müssen uns wirklich nochmal unterhalten. Das kommt immer darauf an, wie man den Leuten gegenübertritt. Wenn man schon von vornherein bei der ersten Begegnung vermutet, jemand will einem was Böses, dann beobachtet man dessen Handlung und stellt dann immer wieder fest, oh ja, das würde das unterstützen, dass er böse ist, das wieder auch. Das heißt, alles, was er tut, wird immer nur so bewertet, könnte es eventuell sein, dass er damit was Böses vorhat. Und dann sieht man das halt auch so, wenn man aber denkt, oh Mensch, jemand ist lieb und nett, und dann guckt man nur und alles, was man so bei ihm beobachtet, unterstützt dann auch die These, dass er lieb und nett ist. Selbst wenn ihr Mord oder der Mord an ihr ein wenig wie eine Halluzination, wenn das eine Halluzination gewesen sein sollte, dann stimmt dennoch meine Einschätzung ihres Charakters. Also ich sehe Marquise eigentlich eher neutral, dass sie ist halt Wissenschaftlerin und sie versucht halt analytisch an Sachen ranzugehen. Konkai Time Machine o tema ni hanashite hoshii to iwaremashite. Shoujiki senmongai nano desu ga, ganbatte hanashite miyou to omoimasu. Meine heutige Vorlesung handelt von dem Thema Zeitreisen. Es ist zwar nicht gerade mein Fachgebiet, aber ich gebe mein Bestes. Oh, Time Machine ka. Zeitreisen, ha. Zuerst die Konklusion zu sagen, Time Machine nante iu no wa bakarashii shiromono da toyoukoto desu. Vorneweg möchte ich erstmal sagen, dass Zeitreisen ein absolut absurdes Konzept ist. Igi Ori! Ace Attorney, was machst du denn hier? Phoenix Wright hieß er, genau. Phoenix Wright, Ace Attorney. Ja, Einspruch hat er gesagt. Time Machine ga tsukurenai to kimetsukeru no wa soukei da! Ganz im Gegenteil, die Annahme von dir, dass Zeitreisen absurd sind. Das ist absurd. Ocarin, mucha shiagatte. Ocarin, du bist die Peinlichkeit in Person. Ein Organisator von ATF betrat den Raum und wollte mich rausschmeißen, aber Kurizo hat ihn aufgehalten. Ja, vielleicht habe ich ein wenig übereifrig reagiert. Ma, hai, ii desu yo. Discussion keishiki no hou ga hanashi mo hazumu deshou shi. Okay, es ist schon gut. Ich vermute, es ist leichter, sich in einem Diskussionsformat zu unterhalten. Und wegen dieses Vorschlags wurde ich nicht des Saales verwiesen. Sie klang ein wenig verärgert, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber bevor wir miteinander diskutieren, hört euch vielleicht mal meinen Standpunkt an. Wissenschaftler haben viele theoretische Modelle der Zeitreisen entwickelt. Aber es gibt 11 spezielle, die der Erwähnung wert sind. Und die willst du jetzt alle aufzählen, ja? Was sind nochmal die grundsätzlichen Theorien der Zeitreisen?